Woche 34, Tag 7. Ich habe gerade den langen Lauf absolviert. Ja, ich habe den nüchtern gemacht heute Morgen, also ohne Frühstück. Da will ich diesmal was zu trinken dabei. Das war auf der einen Seite gut, weil ich was trinken konnte. Auf der anderen Seite ein bisschen stressig. Die ganze Zeit so eine 57 ml Flasche in der Hand zu halten. Aber gut, ich habe es geschafft. Lauf ist absolviert. Temposchnitt ist auch in Ordnung. Bin ich zufrieden. Ja, ich hätte mir gedacht, dass ich nämlich gestern nichts in Anführungszeichen, ich war auch eine Stunde mit dem Rad unterwegs, gemacht habe, dass es heute noch besser läuft. Aber gut, 4,55er Schnitt ist auch vollkommen in Ordnung. Vor allem nüchtern, also ohne Frühstück. Ja, sonst gestern, ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor der Zeit nach dem Ironman, weil ich gemerkt habe, wie unausgelastet ich mich gestern gefühlt habe, nachdem ich nur eine Stunde Fahrradfahren war. Aber gut, die Einheit macht vielleicht jetzt in der Zielzeit beim Ironman einen Unterschied von 2 Minuten aus. Das ist bei mir relativ egal, ob ich 2 Minuten schneller oder langsamer bin. Ansonsten, ja, wer das mein Projekt hier verfolgt, der sieht, wie viel Trainingseinheiten ich schon gemacht habe. Und da kann diese eine jetzt nicht die Riesenrolle spielen. Schade ist natürlich, dass es die längste Einheit im Trainingsprogramm war, aber gut. So ist halt. Ansonsten muss ich das von der positiven Seite sehen. Jetzt erstmal auf Holzklopfen. Hier ist ein Baum, Holzklopfen. So, denn ich habe jetzt die 34 Wochen Training voll, ohne Verletzung, ohne Krankheit. Nur einmal jetzt technischer Defekt. Von daher kann ich voll auf zufrieden sein. Das hätte viel schlechter laufen können. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.